Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Heyday. In diesem Video, das ist schon lange gewollt worden von euch, zeige ich euch, wie ihr unendlich Segen bekommt. Und das kostenlos, ohne Echtgeld zu investieren, ohne irgendeinen Cheat runterzuladen oder sonst irgendwas. Nämlich rein alleine vom Spielen her. Ja, wie funktioniert's? Ihr macht euch eine neue Farm und levelt. Also, hört sich jetzt so an, aber ihr müsst bis Level 14 leveln. Nämlich ist es wichtig, dass ihr Tom freischaltet dafür. Das ist eigentlich der essentielle Trick. Ihr levelt bis Level 14, holt euch Tom, 3 Tage kostenlos und das macht ihr einfach mit so vielen Farmen, wie es nur geht. Das ist der einfache Trick. Also ich habe hier mit 2 Farmen es demonstriert, wie es geht. Ich habe mit den 2 Farmen, also ich habe 2 Stunden gebraucht, um beide Farmen auf Level 14 zu bekommen. Bei mir geht es natürlich ein bisschen schneller, weil ich habe die meisten Produkte da. Also bei mir war das Problem beim LKW Milch, Pfannkuchen, Keks, Käse und brauner Zucker. Das waren so die VIP-Gegenstände bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch wird, das könnte ein bisschen anders sein. Und ich möchte euch jetzt noch mal ein paar Tipps geben, wie ihr am besten levelt. Also am Anfang bis Level 7 ist so eine kleine Hürde, weil ab Level 7 schaltet ihr den Shop frei, wo ihr euch dann Sachen verkaufen könnt und halt auch Sachen einkaufen könnt. Hier seht ihr gerade, wie ich Weizen mit 0 Diamanten skippe. Ich habe es bei der ersten Farm ein bisschen anders gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt, spult nochmal zurück. Bei der ersten Farm habe ich nämlich die Hühner für 0 Diamanten geskippt. Vor Level 3, also Level 1 und 2, könnt ihr nämlich alles mit 0 Diamanten skippen. Bei der ersten Farm habe ich es mit Hühnern gemacht. Das war der Vorteil, dass ich dann mehr Eier hatte. Aber dafür habe ich langsamer gelevelt. Bei der zweiten Farm habe ich die Felder geboostet, bis ich Level 3 war. War der Vorteil, dass ich schneller gelevelt hatte. Mir haben aber Eier gefehlt am Ende, weil dann kosteten die Eier 2 Diamanten. Ich habe aber die Hühner dann trotzdem noch geboostet mit den 2 Diamanten, weil Diamanten sind uns ja scheißegal, die braucht man nicht mehr. Wir möchten ja einfach nur bis Level 14 kommen, Tom für 3 Tage benutzen und den Account dann wegwerfen. Der Rest ist uns ja scheißegal. Das ist eigentlich der Trick. Und ab Level 7 geht es dann weiter. Also die Hürde ist nicht, also bis Level 6... Also bis Level 6 habe ich 2 Minuten gebraucht, dann war ich da. Aber dann die 220 XP bis Level 7 zu machen, da habe ich ein bisschen gestruggelt, hat ein bisschen länger gedauert. Und ja, als das dann da war, also das ist eigentlich das größte Problem von Level 6 bis Level 7, weil man sich nichts verkaufen kann, man muss alleine leveln. Ich war am Weizenfarm und die LKW-Aufgaben waren kacke, weil die ganze Zeit Brot haben wollten, Maisbrot. Ach, es war einfach nur ätzend. Milch, Sahne hatte ich ja noch nicht, Molkerei war noch nicht fertig. Geschweige denn, ja gut, einmal habe ich die Molkerei geboostet. Was ich ein bisschen sinnlos fand im Nachhinein. Empfehle ich euch auch nicht, macht das nicht. Und ja, keine Ahnung, irgendwie war das dumm. Das war echt schwer. Aber dann von Level 7 bis 14 hat sich natürlich auch gezogen. Ich habe mir auch keine weiteren Gebäude mehr gekauft. Ab Level 7 habe ich einfach nur noch gelevelt und geguckt, was ich in der Zeitung finden konnte, verwenden konnte. Geld technisch habe ich mit 1000 Münzen rüber gemacht, mehr nicht. Aber alles, was ich mir verkauft habe für 1, mehr braucht ihr auch nicht. Ich habe versucht, mir alles einzukaufen, wie Sojabohnen, Zuckerrohr war oft auch bei einer LKW-Aufgabe. Karotten waren oft gefragt. Indigo hatte ich gar nicht, das schaltet man in Level 13 frei. Das braucht man dann nicht, dann macht man den Rest mit Sahne, Milch und so weiter. Maisbrot-Aufgaben musste ich immer löschen, weil ich hatte halt das Problem, dass ich kein Maisbrot hatte auf meiner ersten Farm. Das war ein kleiner Nachteil. Also wenn ihr das macht, geht sicher. Also sobald ihr Level 7 erreicht, habt ihr dann noch leichtere Aufgaben. Da braucht ihr auf jeden Fall Braunzucker, Pfannkuchen, Maisbrot. Das sind auf jeden Fall die 3 Produkte, die ihr mindestens braucht. Milch auch. Eier, ja gut, das findet ihr in der Zeitung. Obwohl ich keine Milch in der Zeitung gefunden habe, muss ich sagen. Brot könnt ihr mit dieser Farm produzieren. Das ist ganz einfach. Da könnt ihr doch nochmal switchen. Ich empfehle euch auch, nicht eine Farm zu leveln, sondern mindestens 2 gleichzeitig. Weil, ja, sonst kommt es euch noch länger vor, als es ist. Also, wie gesagt, bei mir hat es 2 Stunden gedauert. Aber ja, vielleicht geht's bei euch ja schneller. Die Farmen können sich ja untereinander helfen. Ab Level 12, ne 11, glaube ich, könnt ihr auch in eine Gemeinschaft gehen. Ihr müsst das nicht so schnell machen wie ich. Ihr könnt euch auch Zeit lassen dabei. Ihr könnt auch ganz normal spielen, euch die Gebäude kaufen und so. Und die Farmen dann auch weiter benutzen. Ihr könnt ja dann, wenn die Level 14 ist, auch damit mal Brot produzieren, Zucker produzieren, Sahne produzieren. Immer zwischendurch. Ihr habt ja dann nicht viel Zeitaufwand. Wie lange dauert es mal eben Brot bei der Farm zu produzieren? Oder, also wie lange dauert das, eine Level 14 Farm zu bewirtschaften? Das dauert 2-3 Minuten, dann ist man fertig damit. Wenn man jetzt die Probleme hat mit Scheune voll, Silo voll oder dass man die Produkte nicht hat. Aber damit kann man sich ja bei der ersten Farm helfen. Das ist eine super Ergänzung zu der Shop-Farm, die ab Level 7 ist. Da habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da zeige ich euch nämlich, wie ihr am besten an Scheune und Silo-Erweiterung kommt. Auch unendlich quasi. Deswegen, Link ist in der Videobeschreibung.
Ja, und hier seht ihr dann auch noch die LKW-Aufgaben, die ich gemacht habe. Wir sehen in diesem Video 26 Level-Ups. Also ich hatte noch nie ein Video, wo ich 26 Level-Ups hatte. Okay, doch hatte ich einen. Ein Video hatte ich. Das war nämlich mein Video Level 100 bis 200. Da waren 100 Level-Ups drin. Aber in diesem Video 26 Level-Ups. Das ist das zweithöchste Video mit meinen Level-Ups. Ja. Ich habe jetzt noch nicht die Segen gefarmt. Also die 3 Tage mit dem Tom freischalten liegen jetzt noch vor mir. Ich habe das Video jetzt schon mal geschnitten. Aufgenommen, klar. Und jetzt geht's an der Sache, dass ich 3 Tage lang Tom benutze. Maximal kann ich 324 Segen bekommen, wenn ich immer die ganzen Segen sammle. Beide Farm. Ah, ne. Das ist eine Farm. Das heißt, ich kann 648 Segen bekommen. Ich bin mal gespannt. Und das mit 2 Farmen. Und das war jetzt 2 Stunden Zeitaufwand. Also 2 Stunden oder 1 Stunde Zeitaufwand für 324 Segen, kann man sagen. Das ist, also 1 bis 2 Stunden, das ist sehr viel. Das ist quasi unendlich Segen, also ihr habt damit echt freie Hand. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, Tom abzuschicken, also das ist natürlich auch Voraussetzung dafür. Das sollte man natürlich nicht. Und hier haben wir das erste Mal Tom freigeschaltet, Level 14. Oh yeah. Tom Nummer 1. Und danach habe ich natürlich alle Sachen, die ich bekommen habe, an meine erste verkauft. Das war, ich glaube, ich hatte mit der einen Farm sogar 10 Bretter. Das war voll gut. Und ich habe auch mit der anderen Farbe 20 mal Klebeband in der Zeitung gefunden. Währenddessen. Also man ist ja nicht so, dass man dann nur auf die Sägen spielt. Man kann natürlich auch Äxte holen. Bei mir ist jetzt Sägen. Ihr könnt natürlich Äxte und Sägen holen. Und Zaster 3. Das ist richtig wichtig, dass ihr Zaster 3 benutzt. Weil das gibt 1400 XP. Das ist eine richtig gute Ereignisaufgabe. Damit habt ihr quasi ein Level gespart. Ja, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das schon mal. Und wir sehen uns dann bei dem Ergebnis gleich wieder. Ich bin mal gespannt, wie viele Sägen ich bekommen habe oder bekommen werde. Ich werde es anhand von den beiden Farmen zeigen und anhand von meiner ersten. Ich sag dann mal bis gleich. Yo, da sind wir jetzt. Tom ist abgelaufen, wir haben jetzt die 3 Tage hinter uns und ich habe so ungefähr, bin mir nicht ganz sicher, 315 Sägen gemacht. Tom ist jetzt auch fertig hier und ja, 315 Sägen, also wir haben ungefähr 50% des Möglichen ausgeschöpft. Ich konnte nicht immer rechtzeitig die Sägen holen und habe die jetzt auch schon fast alle auf meinem ersten Account. Und ich finde, wenn man so circa so 150 bis 200 Sägen rechnen kann pro Account, lohnt sich das doch echt, einfach einen Account bis Level 14 zu machen und dann Tom zu benutzen und den Vorteil des 3 Tage gratis Toms auszunutzen und somit unendlich Sägen und unendlich Äxte zu bekommen. Natürlich geht das mit jedem Produkt, welches ihr euch wünscht. Für manche müsst ihr natürlich ein bisschen höher leveln. Für andere ein bisschen niedriger. Ihr könnt jetzt auch Pizzen holen, Käse, Butter, was auch immer. Ja, sucht es euch aus. Der Trick funktioniert immer und er wird auch immer gehen, solange Tom ab Level 14 für 3 Tage lang gratis zur Verfügung steht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. To protect your soul.